In der letzten Episode haben wir uns mit der CAPS-Regel und der Problemzerlegung befasst. Wir haben damit einfache Formeln in Excel programmiert und für alle Datensätze erweitert. Das reicht leider nicht immer, denn manche Formeln bilden komplexere Konzepte ab. Nehmen wir die nächste Formel als Beispiel. Hier haben wir die Summe über alle Zweierpotenzen mit den Werten an den Positionen 1 bis k. Im Sinne der CAPS-Regel bildet das Sigma eine Klammer um den Term hinter den Sigma. Diesen Teil müssen wir also zuerst lösen. Der Teil xn steht für einen Wert an der Position n. Das n unter dem Sigma zeigt an, dass wir an der Position 1 starten. Wir berechnen diesen Wert also für alle unsere Werte. Zuerst bilden wir die Zweierpotenz des aktuellen Werts mit der Potenzfunktion. Ist gleich Potenz von 2 Sekunden a2. Danach erweitern wir diese Operation für alle Werte in unserer Tabelle. Nun kommen wir zum Sigma. Das große Sigma steht für die Summe über einen vorgegebenen Bereich. Solche Funktionen bezeichnen wir als Aggregatoren. Aggregatoren fassen viele Werte zu einem einzigen Wert zusammen. Wie funktioniert aber ein Aggregator? Dazu stellen wir uns ein paar Werte vor, zum Beispiel 17, 5, 2, 10, 7, 12, 5 und 16. Beachten Sie, dass Werte doppelt vorkommen dürfen. Diese Werte könnten wir auch in der Reihenfolge ihres Erscheinens durchnummerieren, also x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 und x8. Wenn wir das verallgemeinern und für den letzten Wert die Nummerierung k annehmen, dann ist der vorvorletzte Wert xk-2, der vorletzte Wert xk-1 und der letzte Wert xk. Das k entspricht dabei die Anzahl unserer Werte. Selbstverständlich ist dieser Wert von Situation zu Situation unterschiedlich. Eine Aggregation fasst diese Werte zu einem einzigen Wert x-Aggregation zusammen. Den Hinweis auf die Aggregation lassen wir in der Regel weg. Wie erhalten wir aber diesen aggregierten Wert x? Eine Aggregation verfügt über eine sogenannte Aggregationsfunktion. Im Fall der Summenoperation Sigma ist die Aggregationsfunktion die Addition. Für eine Summe erhalten wir unser aggregiertes x, indem wir x1, x2 und so weiter bis zum vorletzten Wert xk-1 und den letzten Wert xk zusammenzählen. In unserem Beispiel bedeutet das, dass wir die jeweiligen Zweierpotenzen addieren müssen. Programmieren wir den Summenaggregator doch in Excel. Wir starten in der Zeile mit dem ersten Wert. Hier schreiben wir die Formel ist gleich b2. Diese erste Operation initialisiert unsere Aggregation. Eine Zeile darunter schreiben wir die Formel ist gleich c2 plus b3. Damit addieren wir das aktuelle Teilergebnis zum vorherigen Teilergebnis. Diese Formel füllen wir für die restlichen Werte in unserer Tabelle auf. Unsere Gesamtsumme steht nun in der letzten Zeile unserer Spalte. Das geht natürlich einfacher mit der Summe-Funktion. Neben unser Endergebnis schreiben wir deshalb die Formel ist gleich Summe, Klammer auf, wählen dann alle Teilergebnisse in der Spalte B aus und beenden die Formel. Wir vergleichen jetzt die beiden Summen. Super, beide Werte sind gleich. Die Summe-Funktion hat übrigens einen Adressbereich als Parameter. Beachten Sie, dass Sie die Summe-Funktion nicht für alle Werte ausfüllen müssen. Excel stellt verschiedene Aggregatoren bereit. Für mathematische Formeln sind drei davon am wichtigsten. Das mathematische Groß-Sigma entspricht der Summe-Funktion. Das mathematische Groß-Pi entspricht der Produktfunktion. Und zusätzlich brauchen wir häufig noch die Anzahlfunktion, mit der wir die Anzahl von Werten in einem Bereich zurückbekommen. Mit diesem Wissen können wir auch komplexere Formeln angehen, wie zum Beispiel
μ ist gleich die Summe aller x an den Positionen 1 bis n geteilt durch die Anzahl der summierten Werte. Sie kennen diese Formel natürlich. Sie beschreibt, wie man den Mittelwert berechnet. Hierbei ist es wichtig, dass die beiden n den gleichen Wert bezeichnen, nämlich die Anzahl der verfügbaren Werte. In Excel erhalten wir diese Anzahl mit der Anzahlfunktion. Dazu geben wir in der Spalte B die Operation ist gleich Anzahl, Klammer auf, a Doppelpunkt a, Klammer zu, ein. Damit fragen wir die Anzahl aller Werte in der A-Spalte ab. Als nächstes bilden wir die Summe über den gleichen Bereich. Wir halten uns an den Hinweis und schreiben die zusammengehörenden Operationen nebeneinander. Wir schreiben deshalb in die C-Spalte ist gleich Summe, Klammer auf, a Doppelpunkt a. Abschließend dividieren wir die Summe durch die Anzahl, um unseren Mittelwert zu erhalten. In Spalte D schreiben wir also die Operation ist gleich C1 geteilt durch B1. Die Excel-Funktion Mittelwert sollte das gleiche Ergebnis liefern. Wir kontrollieren also unser Ergebnis mit der eingebauten Funktion. Siehe da, unser schrittweise berechneter Wert entspricht dem Ergebnis der eingebauten Mittelwertfunktion. Mit dem Handwerkszeug der CAPS-Regel, der Problemzerlegung und der Aggregation können wir nun viele mathematische Formeln in unserer Tabellenkalkulation selbst programmieren. Wir sollten aber nicht anfangen, alle Formeln selbst zu schreiben. Es ist sinnvoller, wenn wir uns die mitgelieferten Funktionen genauer ansehen, damit wir wissen, welche Formeln uns direkt zur Verfügung stehen. Fehlt uns trotzdem einmal eine Formel, dann können wir sie jetzt einfach nachrüsten. Manchmal finden sich doppelte Aggregationen wie diese hier. Überlegen Sie sich, in welchem Format die Daten vorliegen müssten und wie Sie diese Formel in Excel programmieren würden. Schreiben Sie Ihre Antwort unten in die Kommentare.